Also ich bin für Wii U. Das ist ja bei jedem sowas von anders, wer für was ist. Und das war jetzt behindert. Hallo meine lieben Freunde und willkommen jetzt zu einem neuen Part von Let's Play Minecraft. Jo! Im letzten Part war ich gerade dabei, hier das schönste Bauernhaus aller Zeiten zu bauen. Und es ist... Ja. Da werde ich jetzt auf jeden Fall weitermachen und mich um die Felder kümmern und... Ne? Jo. Wenn ich mich recht entsinne, brauchte ich ja noch ein bisschen... Birkenholz. Das Ganze ist ja ein bisschen wenig, was ich hier habe. Wenn ich noch einen Baum fälle, reicht das. Ist hier zufälligerweise noch eine Birke? Nee. Keine Birke. Schade, schade. Schade, schade. Dann fäll ich kurz die Birke da oben. Du siehst mich jetzt gleich, ne? Ja. Oh mein Gott. Hallo Zombie. Warte. Das muss ich einfach noch kurz erledigen. So. Jetzt kann ich in Ruhe schlafen. Das Bett wollte ich noch kurz verschieben, ne? Jo, das kann ich noch kurz machen, weißt du? Weil zu ist. Ne? Ja, das war meine Katze. Toll. Ja, die kommt im richtigen Moment. Ganz toll. Ganz toll. Katze, Ruhe. Ja, die will nicht auf mich hören, ich weiß das. Katze! Ich hasse sie. Nee, sie ist süß. Ich mag sie. Entscheid dich mal, Junge. Ich kann mich entscheiden. Ich finde sie süß. So. Das Ganze muss ich hier ein bisschen umändern. Also das gehört schon so. Nur das muss leicht abgeändert werden, damit das hier auch alles korrekt ist. Ne? Ihr versteht mich. Nicht. Ich weiß, dass ihr mich nicht versteht. Ja, ich rede ja auch ausländisch. Auf jeden Fall. Ja. So, eigentlich dürfte ich jetzt hier drinnen aufstehen, wenn ich, ne? Ihr wisst, was ich meine. Ja. Ganz tolle Kacke. Meine Fresse, ey. So ein Holzblock. Nee. Shit, egal. You may not rest now, there are monsters nearby. So, da hat mich der René gerade angeschrieben, ob wir eine Runde Anni machen wollen. Ja, und ich habe mir heute mal ausnahmsweise ein schönes Thema vorbereitet. Und zwar handelt es sich heute um den Konsolenkrieg PlayStation 4 und
das ganze Zeug, ne? PlayStation 4, Xbox One, Wii U. Ja, und welches ist meine Lieblingskonsole? Und ja, ihr versteht mich hoffentlich. Und zwar ist es so, ich bin nicht so der Sony-Fan. Müsst ihr verstehen. Ich war noch nie PlayStation, Xbox-Fan und so. Ich war von Anfang an Nintendo. Deswegen habe ich auch eine Wii U und all das Zeug. Nintendo DS, Nintendo 3DS und all diese Scheiße. Also für mich ist die geil, für euch ist die wahrscheinlich reinste Scheiße, das Zeug. Aber das kommt aus dem ganz einfachen Grund, da ich einfach so aufgewachsen bin. Ich habe als erste Konsole mal geliehen bekommen von meiner Tante ein Game Boy. Und seitdem mag ich halt Nintendo. Und ja, seitdem zocke ich auch so gut wie nur Nintendo. Also wenn ich jetzt bei Freunden bin und so, zocke ich auch gerne mal Xbox und so Zeug. Aber ich selber habe zu Hause jetzt nur Nintendo 3DS, Nintendo DS, Wii, Wii U und alles Zeug. Und also ich bin für Wii U. Das ist ja bei jedem sowas von anders, wer für was ist. Und das war jetzt behindert. Ja, toll. Hallo Zombie. Da kommt einer angelaufen. Hopsala. Ah ja. Gut. Soll mir recht sein. Nee, lieber René, ich komme nicht hier. Er hat gerade geschrieben, ich soll hier kommen. Nee, ich nehme auf. Ach Gott, das mit dem Creeper müsste ich in Slow-Mo abspielen. Ich laber hier gerade über Wii U und all den Kackdreck und da kommt auf einmal so ein Creeper an. Alter. Behindert. Behindert. Das Junge. Behindert. Und ich wollte Holz fällen gehen. Meine Fresse, ich bin heute schon wieder desorientiert. Also ich bin eher für Nintendo so. Das ist ja bei jedem wirklich komplett anders, wer für was ist. Und ja, also ich finde einfach, die Mario-Spiele, die gibt's ausschließlich für Nintendo und ich bin einfach ein riesen Mario-Fan und alles. Und deswegen bin ich auch eher so zu Nintendo hingezogen. Ich finde jetzt die PlayStation 4 und die Xbox One auch nicht so schlecht, muss ich sagen. Die PlayStation 4 hat aber, die waren ziemlich arm mit den Ideen, also die haben ja beim Controller so ein Bildschirm auf eingebaut und ich denke mal, dass die Idee rein von der Wii U kam. Ist zwar ziemlich arm von den Entwicklern, aber gut. Ja. Wenn sie meinen, sie sind so doof und machen das, ist ihre Sache. Ich find's rein Nachmache. Ja. Und ja, ich weiß nicht, was ihr davon haltet. Schreibt's mir mal in die Kommentare. Was findet ihr? Ist es von der PlayStation 4 Nachmacher von der Wii U oder wie findet ihr das? Oder was habt ihr lieber zu Hause? Eine Xbox One, eine Wii U, ne? Was sind eure Lieblingskonsolen? Schreibt es mir mal bitte unten in die Kommentare, das würde mich doch ziemlich interessieren. Ja. Okay, dann heißt jetzt hier Bäume fallen, ne? Ja, es wird ein schöner Bauernhof, das kann ich euch versprechen. Versprechen. Versprechen! Richtig, ich verspreche es euch. So. Fällen dauert halt ein bisschen, ne? Kann ich auch nichts für. So.
soll ich hier... Oder? Das ist schon fast zu klein, oder? Aber soll ja so ein kleines mittelalterliches Bauernhäuschen sein. Und die haben ja immer so kleine Fenster gehabt. Ja. Also ich baue jetzt eher so im Mittelalter-Stil das hier. Mein Haus ist natürlich schon leicht moderner, aber die... Also mein Haus ist das modernste in der ganzen Stadt hier. Ja, und ja. Gut. Hoppala. Das möchte ich hier nicht. Ja, toll, ne? Sollte ich den Berg da dahinter ein bisschen abtragen? Ja, schon. Doch, ich weiß nicht. Das war doch der zugebaute See, den ich da... Ja, ja, kann ich mich noch gut dran erinnern. Da habe ich mal den See zugebaut. Das weiß ich auch noch. Aber da ist keine Rückblende notwendig, weil ich... Ja. Da ist nicht unbedingt so eine Rückblende notwendig, glaube ich. Ich glaube, da kann man sich auch so dran erinnern, wenn man mich schon eine Zeit lang verfolgt. Ja. So, das alles weg hier. Alles weg hier. Ja, hier war auch mal Klee, ne? Tja, da hätte ich den Klee schon fast vor der Haustür gehabt. Tja, was soll man machen? Kann ich auch nichts für. Das wusste ich nämlich nicht mehr. Nee. Weg mit dem Teich. Will ich nicht mehr haben. Ich hoffe, ich habe noch eine Schaufel, ja. Hier so... Ich würde mal behaupten, dass das hier so geht. Hoppala. So, hier alles weggraben. So. Haben wir gleich. Keine Sorge, Leute. So, und da ist der Berg auch schon wieder schön abgerundet. Das ist jetzt nicht unbedingt das Schönste. Aber so sieht es doch schon mal besser aus als davor, finde ich. Und wenn man jetzt hier reingeht, hat man hier auch ein schönes Fenster. Zwar mit Ausblick auf Erde, aber es ist ein Fenster. Ja, ist doch schön. Finde ich. So, da haben wir so ein kleines Dreierfenster. Das ist doch immer schön. So. Das passt doch. Sieht doch schön aus hier. Ja, wieso nicht, ne? Ja klar, das passt.
Sieht super aus, finde ich. Wirklich. So, was brauche ich jetzt? Ich brauche Gravel. Gravel. Das. Also das brauche ich. Ist die Kiste eigentlich nur leicht befüllt? Okay. Was? Ja, lol, Alter, ich habe über 64 Eichensetzlinge, passt ja. Ist klar, hat jeder. Alter. So. Was brauche ich hier denn jetzt? Das da könnte ich dir brauchen. Yay! Ich kann die Rezepte nachgucken. Kann man den craften? Nee. Ja. Ja, ich liebe es, die Rezepte. Was suche ich denn, Alter? Mensch. Cobblestone. Richtig. So gehen wir auf 10 drauf, glaube ich. Pumperdi, pam. So. Glas wollte ich holen. Richtig, jetzt fällt mir wieder ein. Ich weiß nicht, ob die... Wow, sorry, Leute. Ja, jetzt dürft ihr Gesundheit in die Kommentare schreiben. Das Glas reicht nicht. Toll. Noch dazu, wenn ich mich verbaue, schon recht nicht. Naja. Auf jeden Fall, was ist mit diesem Part? Beim nächsten Part machen wir, wie gesagt, beim Bauernhaus weiter. Vielleicht machen wir da schon die Felder, aber ich glaube schon. Sieht doch eigentlich ganz nett aus da draußen. Und ja, ich danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Part und ciao, Leute.